Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Together The Forest mit Richie Pier. Richie? Ja, hallo, hallo Welt, da sind wir wieder, ohne Feuer. Weiß kaputt gehauen Ja, ab. wir gehen mal ganz schnell in eine andere Gegend. Was hältst du davon? Da vorne sind auch diese trügerischen, diese verführerischen Container, also. Okay. Du bist schon unterwegs. Okay, wir hauen Komm mal ganz. einfach abhauen hier, Ja, einfach wir hauen. weg. Die Genau. Nacht war schlimm Nee, genug. genau, die wollen wir nicht. Nicht nochmal. Das reicht, genau. Oh, Essen, Hunger, Durst. Stöcke mitnehmen, ist immer gut. Oh. Steine? Steine, ja, genau. Wir haben ja das Feuer Steine auch, gebaut. ja. Genau, alles mitnehmen, was man kriegen kann. Stock. So. So, Steine habe ich voll, Stöcker. Da liegen noch welche. Okay. Ich glaube, bin auch voll. Nein. Was denn? Da hinten Wieder laufen welche? sie. Ja. Okay, Stöcke habe ich auch voll. Wo bist du? Hier unten. Ach so. Die laufen da hinten rum. Sollen wir am Strand entlang erstmal? Ja, aber du läufst in ihre Richtung, gell? Aufpassen. Ansonsten müssen wir schwimmen ein Stück. Ach so, ja. Sollen wir durch den. Falls. Komm, wir gehen durch den Wald. Im Wald war friedlich. Da war das Reh. Da sind keine im Wald. Die sind alle am Strand. Meinst? Ja, also nachts waren sie hier. Da ist ein Zelt. Oh cool. Was für ein. Hey, Moment, was war hier? Ein kleiner Stein. Was ist das? Ein Stein. Aha, wir haben den Kochtopf. Ich habe ihn eingesammelt. Hier liegt noch irgendwas anderes? Ein Apple-Laptop. Da kannst du, Ein glaube Topf, ich. ein Ich glaube, da Topf. kannst du draufhauen auf den Laptop. Habe ich schon Ach draufgehauen. so. Habe ich kaputt gemacht. Hast du mitgenommen, die Platine? Ja, habe ich mitgenommen. Topf auch. Aha, dann haben wir zwei jetzt. Da ist auch noch was drin. Die haben hier Marshmallows oder irgendwas. Marshmallows am Spieß. Ja, Sightseeing können wir noch machen, finde ich. Und die letzte Nacht war ziemlich aufregend, finde ich. Ja, aber richtig aufregend. Wo waren Oh, die? was? Oh, ein Hi. Delfin. Delfin? Nein, das sieht aus wie ein Hai. Ach, sowas wie Haie gibt es doch. Gibt es Haie? Keine Ahnung. Ach, jetzt echt? Da ist eine neue Trophäe. Hast ja deinen Rehkopf verloren. Ich habe meinen Reh verloren. Wir müssen zurück. Oh nein, das ist zu weit. Ich verhungere gleich. Wie sieht's bei Ich dir auch. aus? Ich auch. Hast du einen Snickers oder einen Snack? Ja, bestimmt. Ich habe noch keine gegessen, also wir haben aus dem Flugzeug bestimmt noch welche mitgebracht. Ja, guck mal, ob du welche hast. Wenn nicht, gebe ich dir eins. Oh, ich habe noch vier Stück. Gut, oh, Koffer, Koffer. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ein Stein. Medikamente und ein Tuch. Hier ist noch ein schwarzer Koffer. Der will aber nicht. Geh hoch. Wo ist er denn jetzt? Hier, bei dem Roten. Draußen an Land. Ah. Und Snack und ein Tuch. Ja, das Tuch bekomme ich auch. Den Snack, den hast du. Davor ist ein Vogel. Teamwork. Feder, Feder, Feder. Wo hast du die Feder? Nee, ich habe keine. Die ist bei dir dran vorbeigeflogen. Oh, schade. Ach, Federn bekommen wir noch. Oh, das sieht doch gut aus. Aber keine Bäume in der Nähe hier.
Nee, wir müssen weiter. Das sieht zwar schön aus. Hey, Was ist was ist passiert? das denn? Ein Boot? Ein Segelboot? Ah, wir kommen hier weg. Moment, wir müssen das Kind suchen, oder? Meinst du, das lebt noch? Nein, also wenn ich ehrlich bin, nein, überhaupt nicht. Das haben doch bestimmt als Snack schon benutzt, Ja, oder? ja. Aber das ist ja interessant. Ein Boot. Ja. Ach so. Die kann man nicht sammeln oder irgendwas damit machen, diese Seesterne, oder? Nee. Aha. Habe ich auch schon gedacht, könnte man, aber ist nicht. Sollen wir hier in der Nähe des Bootes vielleicht? Ja, vielleicht. Hier sind nur Koffer. Vielleicht ist das ein Trick. Da sind Ja. bestimmt andere auch schon drauf gekommen und auf dem Boot ist nichts und dann verhungert man dort und vertrinkt. Verdurstet, meine ich. Vertrinkt. Oh. Mach du die anderen auf? Ich kann gerade nicht. Wieso? Ach, du bist. Was hast du denn in der Hand? Na toll. Hier, nimm dir die Medikamente mal. Die Möwe. Ich habe viele Medikamente. Ich kam ja nicht dazu, welche zu Ich habe nehmen. Klebeband jetzt genommen, ein Okay, ich habe Tuch. den Stoff, ja. Geld. Ja, nimm. Geld. Brennt gut. Oh Tennisball auch. nein. Ach, der Möwenkopf ist weg. Naja, jetzt kann ich auch draufhauen. Ach so, hast du schon. Da, Essen. Schildkröten. Oh, gut. Ach, den Panzer halten wir dann die ganze Zeit in der Hand, oder? Oh ja. Na, wieso? Was ist los? Ich kann das nicht. Okay, ich hab's geschafft. Zwei Panzer haben wir. Sehr gut für Wasser. Trophäen möchte ich nicht. Moment, ich habe den Panzer verloren. Oder der ist im Gepäck, oder? Der ist im Gepäck, glaube ich. Okay. Na, hier sind mit zu viele Haie an Land gespült worden. Ja. Wurden die vielleicht. Aber das Schiff interessiert mich. Hier, Koffer. Können wir uns ja mal angucken demnächst. Okay, Dings habe ich genug, was auch immer. Was war das gerade? Steine, kleine Steine, okay. Stoff kann man ohne Ende sammeln, weißt du das? Hier ist noch Ich habe Geld. keine Ahnung. Da liegt Geld. Jo, hier noch zwei Koffer. Oh. Da. Ja, ich muss den Snack wieder essen. Ich bin halb am Verhungern. Ich möchte hier nicht übernachten. Das riecht hier Ich auch bestimmt nach nicht. totem Fisch. Nee, möchte ich auch nicht. Da ist noch ein Koffer. Noch zwei Stück. Da ist ein Sarg. Was? Ein Grab Ein meinst du? Grab, ja. Ich muss erst was essen. Der Schiffbrüchige wahrscheinlich. Hat's geschafft an Land und hat sich dann da eingebuddelt. Aber dann sind das Christen. Ja. Niete. Was hat's drinne? Ach du mit einem. Ja, ab und zu haut der auch vor sich Füße. Okay, da ist noch ein Tuch. Oh, hier liegt ganz schön was rum. Eine Kassette liegt hier und Fotos und so. Oh. Allerdings. So. Ich nehme mal die Kassette. Und die Ich habe die Fo Kassette auch genommen, Foto auch. Das ist ein Foto vom Schiff. Oje. Das war mir neu. Oh, da haben Sollen wir. Ja. wir mal rüber schwimmen, bevor wir weitergehen, oder? Ja, okay. Warte.
Oh, Alkohol. Ja, wir können eine Party machen jetzt. Wir haben drüben auf dem Schiff haben wir gar nichts. Wir haben keine. Oh. Ich glaube, noch ein Stückchen kommen zu dem Platz, wo ich mal war. Ich schwimme mal los. Ich mal folge. Sehen, was es da gibt. Ja. Na gut, wenn er vom Schiff runter ist, dann wird es nicht viel geben auf dem Schiff vielleicht. Ein Yachtmagazin? Ah, wir haben ja Fleisch. Oh, Alkohol. Wo? Ach. Noch ein Bild. Ih, da ist ein Kopf. Oh, vermisstes Kind hier auf der Milchtüte. Missing Child, ja. Ganz viel Geld. Ich nehme das Teddy. Mal. Teddy. Was ist das denn? Warum ist denn der Kopf hier auf dem Tisch? Warum sind hier überall Köpfe? Was soll das? Ich habe ja auch das Bild vom Teddy. Und hier ist der Teddy sogar. Hast noch ein Bild gefunden? Ja, von so einem von so einem Ding mit ganz vielen Füßen. Und noch eine Kassette. Oh, und hier kann man speichern. Hey, sollen wir. Ja, komm, wir speichern jetzt. Haben wir so viel gefunden, oder? Ich speichere hier. Ja, ich komme auch gerade. Ich nehme aber den zweiten Slot vorsichtshalber mal. Den ersten nehme ich immer für die Guten. Da kommt man nicht rein, oder? Ich gehe raus. Vielleicht kannst du dann speichern. Ja, ich kann nicht großartig speichern. Also bei mir gibt es keinen Slot. Hast du einen Schlüssel? Wie Schlüssel? Hier ist ein Schloss. An die Toilette ist versperrt. Wo? Oh, hast du geguckt? Hier sind ganz viele Snacks im Regal hier. In diesen Schubladen da. Oh ja. Ja, hier, da ist so eine Toilette in der Ecke. Da? Ja. Nee. Geht nicht. Toilette oder was? Brauchst eine Keycard? Aha. Hab noch nicht. Keine. Nee. Aha. Vielleicht finden die wir irgendwann mal. Das hier, was ist das denn hier? Münzen. Aha. Ich habe die schon gesammelt. Okay. Ach, die Karte muss doch irgendwo sein. Vielleicht unter Wasser. Dass der die verloren hat unterwegs. Aber was wird schon da drin sein? Also. Vielleicht nur Medikamente. Ah, nur? Das wäre doch super. Ja. Komm, wir gucken. Ich guck mal oben. Hier drin ist nichts mehr. Ich habe alles eingesammelt, was ging. Boah, du bist schon da. Hier ist ein Comic oder so, ein Magazin. Yacht. Habe ich schon genommen. Aha. Und, war gut? War interessant. Okay. Okay, und wie können wir das Ding steuern? Das wäre ja, genau. Auch was. Hier, warte, hier wird mir Seile. Was angezeigt. Hast du das Seil? Da war ein Seil. Ich habe ein Seil genommen. Ja, ich auch. Okay. Alles gut. Ja, ja. Dann sollten wir auf die Zeit gucken. Ich werde mal runtertauchen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass du da unten findest. Ach, alles verschwommen. Wie unter Wasser. Vielleicht finden wir die irgendwo anders. Ja, es gibt ja eine Aufgabe. Wir sollen ja die Passagiere zum Beispiel suchen. Die Passagierliste habe ich. Also vom Flugzeug die Passagiere sollen wir suchen. Und dann sollen wir Timmy natürlich finden. Timmy. Ja. Jetzt haben wir ganz schön Zeit verbracht auf dem Boot. Da müssen wir aber ganz schön Gas geben. Yep. Oh, hier ist was zu essen. Und Früchte. Schöne blaue Beeren. Ich esse die. Blaubeeren. Ja, Heidelbeeren, sowas. Ja, genau, Blaubeeren. Und ich glaube, da geht der Durst auch weg. Hier sind überall Büsche.
Und wie kann man die nehmen zum Einpflanzen? Da bekommt man, wenn man die isst, glaube ich, immer ab und zu bekommt man da Beeren raus, also diese Kerne raus. Hier sind noch mehr. Das ist eine super Gegend, aber schlecht zu verteidigen. Da müssten wir ringsrum müssten wir hier was bauen. Genau, da müssten wir ringsrum etwas bauen. Aber viele, viele Beeren sind hier. Aber wenn da viele Beeren sind, könnte es nicht auch sein, dass dann auch viele Leute kommen, die zu essen? Nee, die essen nur Menschen. Das sind Kannibalen, glaube ich. Ich glaube, die essen keine Beeren. Ich habe irgendeinen Morschen. Echt? Was war das denn? Einmal draufgehauen, so einen morschen Baum und dann war er kaputt. Hat aber nichts gebracht. Jetzt ist aber die Frage, finden wir hier genügend Zweige? Also Nahrung finden wir, kein Problem. Die Schildkröten und die Beeren. Aber Zweige? Ach, das ist so unübersichtlich und alles hier. Komm, wir suchen noch weiter nach einem. Ach, du kommst schon, okay. Ja. Beeren gibt es sicherlich noch woanders. Jetzt sind wir aber richtig satt. Also ich bin richtig satt und Sid, ich auch. Durst habe ich auch nicht. Sitt und satt, könnte man sagen. Ach, und ich wollte was. Was ist passiert? Salamander. Nein, wie heißt das hier? So eine Echse da. Zack, in den Baum. Ja. Ach, das hat keinen Sinn. Die lenken uns nur ab. Die wollen uns nur ablenken. Ich hab's. Eidechsenhaut. Ah, ich hab eine Steinschleuder. Oh gut. Wie, hast du die gefunden? Ja, ich wollte eigentlich was anderes zusammenbauen. Ach so. Aber eine Steinschleuder. Hey, das esse ich nicht. Ich weiß, ich sehe keine blauen Bären. Sollen wir weitergehen? Ja. Wo habe ich denn meine Axt? Danke. Gut, gehen wir weiter. Oh, hier ist gut. Ja, das sieht ganz gut aus. Wo bist du denn? Hier. Hinter dir. Unter mir? Hinter dir? Im Wald. Ich sehe hier Bäume überall. Ich auch, voll lauter Bäume. Ich habe einen guten Platz gefunden, glaube ich. Da sind sogar Bäume diesmal. Oh, du bist da ganz unten. Ich bin da hochgelaufen so ein bisschen. Siehst du meinen Namen? Ah, ja, ich komme mal. Aber willst du wirklich im Wald? Nicht wirklich, aber beim letzten Bau, also in den Folgen, die da bei mir auf dem Kanal sind, da habe ich nie Holz. Und hier ist eine Stelle, die so ähnlich ist. Oh, hoppla, wo ist die denn jetzt? Bist du noch da? Ich bin noch da. Die Stelle, die ist hier und wir haben unten Büsche und so. Aber ist immer weit zu laufen, um Schildkröten zu holen. Und wenn es regnet? Ja. Auf jeden Fall müssen wir langsam was bauen. Es wird schon wieder dunkel. Ja, siehst du hier? Da ist so eine Klippe nach unten. Da kommen die bestimmt nicht rauf. Da hätte man eine Seite schon mal sicher. Nach hinten hin wäre man schon mal sicher. Und hier hat man eine schöne Aussicht auf den Wald. Den holzen wir ab nachher. Ja. Und hier oben, da gibt es, ja gut, ein Reh läuft. Ah, giftige Beeren, nein, das ist nicht so gut. Ess die weißen Beeren nicht, die sind, glaube ich, giftig. Das sind diese Knallerbsen. Die kannte ich als Kind, haben wir die auch? Ja, kannte ich auch. Immer gepflückt auf dem Kindergartenweg und haben wir hingeworfen und die haben geknallt. Ja, sollen wir hier schnell was bauen? So, bauen wir hier und wir können ja immer noch weiter. Damit wir zum Rücken hin frei haben. Also dann eine Seite ist sicher hier, meine ich. Ja? Oh komm, aber schnell, wir haben keine Licht mehr. Zack, zack. Ach, die kommen doch gar nicht. Vielleicht lassen wir das Feuer diesmal aus. Meinst du? Okay. Wie lange braucht denn so ein Baum, bis der durch ist hier? Das ist doch nur so ein dürrer Baum, den ich hier habe. Ich weiß auch nicht. Ich hau und hau und er fällt nicht um. Hast du Licht oder kommt er schon wieder? Jetzt Baum fällt. Ich hab
Oh, ich hab einen Blimp. Ach, du hast auch, okay. Ja. Wir bauen ein Haus. Nein, ein Jagdunterstand erstmal wieder. Bei mir ruckelt's gerade ein wenig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber dann passiert doch bestimmt irgendwas. E drehen. Ah, E war setzen. Egal, jetzt habe ich so gesetzt. Bist du schon zu Gange? Ja. Warte, ich bring dir die Stämme. Wo bist du da? Ach, diese verführerischen Bären, diese giftigen. Wie viele Stämme brauchen wir noch? Guck mal, ich weiß gar nicht, wo die anderen hin. Ah, da ist, war einer. Und da unten ist noch einer. Wo sind meine alle hingekullert? Oh, die fallen manchmal richtig weit. Also die kullern richtig weit. Einer fehlt noch. Na toll. Ah, dann hacken 9. Hackst du? Ja. Ich höre das gar nicht. Bin da so. So. Keine Energie, oder was? Ach so. Ich habe mitgeholfen. Ah, okay. So ein bisschen draufgehauen. Na komm, jetzt aber. Das sind ein paar Stöcke. Brauchst du Stöcke? Ja, ich bin schon. Ich sehe schon und sammel schon fleißig. Na komm. Ja, wir versuchen mal ohne Licht. Okay. Aber Fleisch, ja, können wir am nächsten Morgen dann braten. Ja, ich habe in den Kommentaren gelesen. Ja, wir sind ja satt. Wir haben ja Beeren gegessen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass wenn man den Baum fällt, wenn er so noch nicht weiß, wohin er fallen soll, kann man dagegen springen und so die Richtung bestimmen. Ich habe keine Energie mehr. Okay. Da hast du dir aber eine Kirsche ausgesucht hier. So. Fällt. Nur nicht runterfallen. Ach, Bambi. Ach ja, stimmt. So. Sehr gut. Okay, wir können sofort speichern. Das sollten wir vielleicht sofort auch machen. Wir sind gut genährt. Schlafen können wir noch nicht. Sind wir wahrscheinlich noch zu wach für. Ja. Ich speichere mal. Gut genährt. Also nehme ich den ersten Speicherstand hier, den ersten Slot. Ich habe gar keinen Slot zum Speichern. Ach, wie kommt das denn? Keine Ahnung. Das heißt, das nächste Mal müssen wir dann dort weiterspielen, wo du gespeichert hast wahrscheinlich. Ne? Das kann sein, ja. Ja. Gut. Ja, machen. Schlafen wäre nicht schlecht. Ja, dauert noch etwas. Bevor die wieder ankommen? Ja, ich glaube, aber wenn wir kein Feuer machen, dann sehen die uns nicht, oder? Die beobachten uns die ganze Zeit wahrscheinlich. Ja. Ja, wir sind schon 23 Minuten, wir sind schon etwas drüber. Ja, deswegen. Ah, der Elch. Elch oder das ist Reh? Bambi. Neues Tier entdeckt. Wo? Ich weiß nicht, ich auch. Ich habe irgendwas gehört, einen Eintrag. Ja, sollen wir ein bisschen hin und her joggen, dass wir müde werden? Oder woran liegt das, dass man noch nicht speichern kann? Irgendwas rennt gegen die Wand oder so hier. Ich baue gerade was. Ach, noch ist das Fleisch frisch? Ja, meins wird schon langsam grau. Ja, so langsam auch bei mir. Aber ich habe noch eine Echse gefangen. Und ich habe einen Kochtopf. Ah, wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Ach, wir haben hier Druckluftflaschen. Wo habe ich die denn her? Aus dem Boot doch nur. Und wir haben einen Walkie-Talkie. Hast du auch eins? Ich habe Kassetten. Ja, Walkie-Talkie. Das ist neu. Wir haben so viele Sachen, die habe ich vorher gar nicht gehabt. Aber ich habe vorher ja auch nie was erkundet hier groß. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen den Bogen gebaut. Ich wollte eine Zwille. Wie hast du die Zwille gemacht? Mit 2 Stöckern? Nee, 1 Stock. Und was war das andere? Klebeband? Ach ja, Baumharz, oder? Oder Baumharz oder so. Hm,
Reparaturwerkzeug könnte ich mit noch einem... Wieso habe ich gar keine Steine? Wo sind meine ganzen Steine? Ich habe mir jetzt eine Steinaxt gebaut. Mal sehen. Die Zwille, ich finde sie nicht. Okay. Stock. Stock und die Zwille. Ich brauche Klebeband und Stoff dafür. Okay, habe ich. Isolierband, also das macht Stoff. Da ist sie. Wie macht man? Das Viech macht mich wahnsinnig. Nein. Moment. Es kommen, glaube ich, wieder welche. Kann das sein? Ich glaube, nein. Ich habe irgendwas gehört. Das bin ich. Ich baue hier die ganze Zeit Sachen. Ach so. Warum habe ich keine Steine? Also irgendwo rennt ein Viech gegen irgendetwas vor. Gegen eine Mauer oder so. Das ist gut. Hoffentlich bleibt es liegen. Die ganze Zeit. Oh, ich muss aufpassen. Hier ist so dunkel, dass ich gleich runterfalle. Ach so, läufst du rum? Ich bin immer noch am Basteln. Ist so nachts und ich dachte mir, da bastel ich da ein bisschen lieber. Passagierliste habe ich auch, sehe ich gerade. Okay. Wie war das denn nochmal? Mit dem Kombinieren. Oh, hier hängt es feste. Ah, okay, ich habe Walkie-Talkie. Funktioniert? Ja, ich habe Geräusche gehört. Ach so, jetzt weiß ich. Das Reh hängt im Stein feste. Gut. Wo rennst du rum? Ach, ich bin hier am Abgrund. Oh. Hast du zu essen? Nur Snacks noch. Mist, ich kann das Reh nicht da raus looten. Oh, schade. Egal, wo bist du? Da. Brauchst du einen Snack? Hast du Snacks? Ich habe 3 Snacks noch, ja. Okay. Ich habe auch noch genügend welche. Cool. Muschelfleisch habe ich. Ich habe ja getaucht. Ich bin ja getaucht vorhin und da habe ich Muschelfleisch, ja. Ja, ich habe so viel Fleisch, das geht aber alles kaputt. Glaube ich. Mhm, bei mir auch. Meins. Oh, wir können schlafen. Echt? Ja, ich gehe mal schlafen. Bist du schon? Ja, ich bin schon. Okay, ja, ich denke, dann können wir auch abschließen, die Folge, oder? Genau. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, Richie? Ja, ich bedanke mich auch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch auch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.